Es ist Montagabend am 22. Wave-Gotik-Treffen des Jahres 2013. Ich glaube, es ist jetzt 21 Uhr und 30 Minuten und ich konnte jetzt noch spezielle Gäste vor die Kamera bekommen, nämlich Orange Sector. Die waren gerade in der Agra-Halle und haben ein bisschen die Bühne abgerissen. herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt, mit mir ein Interview noch zu führen. Impressionen aus dem Wave-Gotik-Treffen aus dem 22. Jahr jetzt? Ja klar, wir sind mittlerweile schon das dritte Mal hier, das dritte Mal aufgetreten und ist immer eine Top-Veranstaltung. Durchweg gut organisiert, ein sehr, sehr gemischtes Publikum, was dann auch sehr, sehr fair behandelt und ganz klar, Spaß auf der Bühne, dankbares Publikum, super Organisation, immer wieder gerne. Wann seid ihr angereist? Also es ist verschieden. Der René ist ja gestern schon da gewesen und ich bin heute Morgen gekommen. Okay. René, was konntest du schon mitnehmen? Oder hast du irgendwie noch Sachen Spaß dran gehabt oder gesagt hast, oh, das schaue ich mir an? Wir waren Samstag hier in der Agra und verfolgt haben wir eigentlich gar keine Band weiter. Gestern wollten wir Brigade Werther uns anschauen. Wir haben sie leider verpasst, aber Pankow war ganz nett. Ja. Cassandra-Komplex war auch nicht verkehrt. Seid ihr noch reingekommen? Wir waren drin, ja. Wow. Wir waren drin. Sehr gut. Wie gesagt, das Schöne am Wave-Gotik-Treffen ist ja eigentlich, dass man so viele bekannte Leute trifft, die man sonst wirklich auch nur einmal im Jahr sieht. Das ist dann hier oder auf den anderen wenigen Festivals. Rundum gelungene Veranstaltung, würde ich sagen. Okay. Alle Jahre wieder. Was macht euch mehr Spaß, wenn ihr jetzt, ich sag mal, Agra-Halle, das fetzt, Riesending, soundtechnisch immer ein bisschen schwer unter Kontrolle zu bekommen, aber das habt ihr auch im Jahr, auf dem 19. WGT auch megamäßig gut geleistet. Was macht euch mehr Spaß, so Clubdinger oder die großen Hallen? Ja, das Thema hatten wir heute schon öfter. Die Situation ist bei uns so, dass wir gerne auf großen Festivals spielen, aber auch gerne in kleinen Clubs spielen. Also es ist halt so eine gewisse, keine gewisse Tendenz, wo wir sagen, wir spielen lieber da oder spielen lieber da. Wir nehmen beides mit, weil beides Spaß macht. Und wichtig ist für uns, dass wir auf kleine Bühne oder große Bühne immer das vermitteln, was wir eigentlich vorhaben, nämlich der Spaß. Und ich glaube, auch in dem Alter, jetzt bei mir 45 Jahre, du hast es ja vorhin angesprochen, kommt das so noch ganz gut rüber. Also wenn wir da merken irgendwo, dass das nicht mehr zieht, dann lassen wir es, glaube ich, auch bleiben. Aber ne, solange wie die Hütte rocken, ob es groß ist oder klein, immer wieder gerne. Toi, 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 bei eurer Musik wird das kein Problem. Also vielen Dank. Alien Sex Fiend ist ja auch schon, der ist ja immer noch da. Ne? Ja. Es geht, ne? Das stimmt, ja. Wenn das so weitergeht, könnt ihr das auch schaffen. Ich verfolge eure Musik schon sehr, sehr lange. Ihr seid seit 92, das ist ja schon also Jahr Nummer 21, was ihr da jetzt gemeistert habt. Zwischendurch ein bisschen pausiert, nach der Pausierung wieder weitergemacht. Und was passiert jetzt eigentlich für diejenigen, an denen es vorbeigegangen ist, bei der Vorwärts nach Weit? Erscheinungsdatum 2013, also dieses Jahr gewesen. Was erwartet den Hörer? Ja, ich will da mal ganz ehrlich sein. Du hast es auch angesprochen eben gerade. Wir hatten ja so zwei Dekaden. Ne? Du verfolgst es seit 92 und irgendwann war dann ja vorbei, Ende der 90er. Ich denke, meine persönliche Meinung auch ein bisschen von Zuspruch von den Zuschauern und von Verantwortlichen, bin ich der Meinung, dass die zweite Dekade von Orange Sector die bessere und auch die stärkere ist. Okay. Lag es rein an gedankliche Umsetzung oder vielleicht, da haben wir heute auch viel Diskussion mit einigen Musikern drüber gehabt, technischerseits auch? Ja, vielleicht ist es eine Kombination von mehreren Sachen. Wir hatten damals einen Produzent mit André Schmechter von Ex-Max The Patchwork, wo die Arbeit sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Hat uns auch sehr viel, nicht nur Spaß und Freude gemacht, sondern hat uns auch weitergebracht, musikalisch, muss man ganz ehrlich sagen. Da kam der Split der Gruppe und hinterher war es dann so, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich in unsere Produktion
gar nicht groß jemanden mitwirken lassen schon, aber auch nicht mitentscheiden lassen. Mhm. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass wir jetzt ein bisschen druckvoller klingen, vielleicht ein bisschen fetter klingen. Mhm. Und ja klar, Ziel ist es halt auch, in diese Richtung weiterzugehen. Mhm, klar. Okay, Internet Segen oder Fluch? Segen. Würde ich auch sagen, ja, Segen. Mhm. Ja, mal gucken, was jetzt kommt. Keinerlei weitere. Naja, ist okay. Mhm. das lasse ich mal so. Eine persönliche Sache. Eine Frage, die ich jeder Band stelle, jedem Künstler. Wenn Gott vor euch stehen würde, also wenn es sowas gibt wie Gott, und der würde sagen: Jungs, ihr seid meine Electronic Body Music Meister. Ich brauche einen Tipp. Ich habe total verrissen mit der Menschheit. Was würdet ihr so spontan raushauen? Ja, hast du Gott schon mal aus dem Näheren irgendwo kennenlernen können? So? Also ich habe ihn noch nicht irgendwie gesehen, deswegen habe ich mir auch noch nicht so die Gedanken darüber gemacht. Keine Ahnung, ich meine, klar, du spielst wahrscheinlich so ein bisschen auf das Religiöse in Verbindung mit der Electronic Body Music an. Du führst ja nun ein Interview mit Orange Actor und deswegen kann ich mal sagen, wie wir das so handhaben. Also die Situation ist halt so, dass wir auf jedem Album bislang immer so ein bisschen was Religiöses hatten, textlich gesehen. Und wir wollen jetzt irgendwie nie den Zeigefinger heben und irgendjemanden in die Ecke drängen, ne? Und sagen, darfst du nicht machen, könnt ihr nicht machen, dürft ihr nicht machen. Wir wollen es aber so machen, dass wir halt irgendwo was ansprechen und die Leute aus den Texten sich selber dann irgendwelche Brocken, irgendwelche Stücke daraus picken und sich selber dann das Ganze irgendwie dahin interpretieren, wo sie es hinhaben möchten. Ja. Ja? Und das betrifft bei Orange Actor nicht nur das Thema Religion, sondern viele, viele andere Thematiken, die wir so in den Texten einbinden. Mhm. Ja, aber so. Unwahrscheinlich schwer zu sagen, wenn der jetzt vor uns stehen würde, was, ja, weiß ich nicht. Man könnte vielleicht das so sagen, in Dynamit geht es ja im Prinzip um die Attentäter, die sich aufgrund religiöser Gedanken in die Luft sprengen. Und das ist, glaube ich, das Problem der großen Religion oder vieler großer Religionen, dass die Menschen aufgrund ihrer Religion gar nicht anfangen, selbst zu denken, sondern das Denken auf andere abschieben, beziehungsweise sagen, ich werde ja geleitet, und das bringt die Menschheit meiner Meinung nach nicht voran und ist schädlich. Okay. Ja. Gut. Instrumental bewegt ihr euch ja ganz klar im Synthesizer-Bereich etc. Gibt es da irgendwie ein klassisches Instrument, wo ihr mal Spaß dran gehabt habt oder was ihr gelernt habt? Oder es gibt ja auch viele Musiker, die mussten lernen. Ja. Ne? Also das Glück hatten wir nicht, dass wir lernen mussten, zumindest nicht musikalisch. Na klar, gibt es so ein paar Favorites. Wir haben so ein paar Geräte, wo wir sehr, sehr gerne rumschrauben. Ich glaube, da sprechen wir auch irgendwie so aus einer Seele, dass wir so diese Microwave-Produkte, Waldorf, ne? Ja. Wo das Schrauben einfach Spaß macht. Ne? Oder auch uralte Korkgeräte, zurzeit auch bei uns im Studio, sehr, sehr beliebt, der Arp Odyssey. So alles sind sehr, sehr viel Analoges auch. Okay, ja, was ist jetzt momentan also als nächstes geplant bei Orange Sektor? Ja, wir fahren da wieder mal zweigleisig. Ist es so, dass wir zurzeit neue Demos aufnehmen im Studio. Das ist aber zurzeit so noch so mein Job, weil ich dem Lars und dem René dann die Demos irgendwo, ich sag mal so im Herbst vorspielen werde. Und dann werden wir uns zusammensetzen und gucken, was macht man, aus welchen Stücken, wie arbeitet man weiter, was kommen noch für Einflüsse vom Lars oder vom René dazu. Und ja, ansonsten geht es halt weiter, dass wir jetzt auch noch einige Konzerte spielen werden. Sprich in Belgien, in Tournai im September oder auch in Oslo auch im September und in München im Dezember. Da wir nun aber beruflich sehr, sehr eingebunden sind im Vierschichtsystem, ist es dann halt auch immer sehr, sehr blöd, da freie Tage mit dem Arbeitgeber abzusprechen, zumindest manchmal, ja. So dass wir gerne öfter live spielen würden. Also wir hätten sehr, sehr viele Angebote und hätten die auch wirklich gerne angenommen. Also an dieser Stelle auch, leider ist es nicht immer möglich. Nee, ist ja auch schon mal gut zu wissen, das mal von der anderen Seite auch mitzubekommen. Ja. Anstatt man dann sagt, ja, warum kommen sie denn nicht und.
Problematik zieht sich ja durch die ganzen Musiker- und Künstlergruppen momentan auch. Ganz klar. Da nochmal auch an die Fans und Künstler zugesagt, ihr unterstützt natürlich mit jedem Kauf einer CD oder Merchandise-Artikel etc. die Band und macht es dann dementsprechend auch leichter, diverse Konzerte mit zu finanzieren, ganz klar. Genau. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich jetzt. Ich bin eigentlich am Ende nicht nur des Interviews, sondern auch fast schon meiner Kräfte. Wir haben das 22. Wolf-Gutig-Treffen hinter uns. Und jeder, der schon mal hier war, der weiß, was das bedeutet an Leistung. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche mir, dass ihr gut nach Hause kommt. Passt auf euch auf. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Dankeschön. Wir bedanken uns auch. Vielen Dank.